wunderschönen guten Morgen, meine lieben Friends. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Willkommen zu einem neuen Video. Das ist der erste Vlog auf meinem Kanal. Ich wurde gerade von meiner Mama geweckt und zum Einkaufen geschickt. Ja, ich nehme euch heute einfach mal den ganzen Tag ein bisschen mit. Und dann schauen wir einfach mal, was heute so geht, ne? Ich bin jetzt fertig mit dem Einkaufen. Also ich musste jetzt nicht groß einkaufen, nur ein bisschen Kekse und so, weil meine Mom gleich Besuch kriegt. Und ja, ich bin echt im Arsch. Echt müde. Ich sehe echt aus wie so ein Urwald. Aber ich gehe heute zum Friseur. Heute habe ich eine Fahrstunde. Ich bin hier gerade dabei, meinen Führerschein zu machen. An alle, die jetzt kommen, mache ich. Bin gerade dabei. Dann habe ich einen Friseurtermin. Und dann habe ich noch Fußballtraining. Ja. So Leute, ich habe jetzt gerade ein Video gedreht. Ich habe es gerade fertig geschnitten. Ist auch schon online, wenn dieses Video online kommt. Checkt das auf jeden Fall ab. Die schlechtesten Deutschrap-Lines. Das Video ist fertig gedreht, fertig geschnitten. Ja, jetzt ist es 12.30 Uhr. Und ich muss in einer Stunde 15 Minuten, also Viertel vor zwei habe ich meine Fahrstunde. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Fahrschule durch den Werftag. Die aus Kiel werden den Werftag kennen. Ja, 1,5 Stunden Fahrstunde. Und dann ab zum Friseur, ne? Ich bin jetzt fertig bei der Fahrstunde. Ich warte jetzt auf meinen Bus. Die Fahrstunde war gut. Danke, dass ihr fragt. Mir geht's auch ganz gut. So Freunde, ich bin zurück vom Friseur. Seiten frisch, Bart ist frisch. DJ Khaled ist am Start, ihr wisst Bescheid. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit. Hier ist jetzt schnell was. Sieht man das? Fresh Nudeln. Okay. Was ist das aber hier? Olle Baklava. Das ist immer eine gute Überraschung, Digga. Ich sag's euch. Vor dem Training immer gesund essen. Baklava und Nudeln, ganz wichtig. Für den Antritt. Wisst ihr, was ich meine? Cappuccino. Ich bin fertig umgezogen. Tasche ist gepackt. Jetzt geht's los zum Training. Heute werden wir das Training leider nicht filmen können, weil keiner am Stissel ist, der das filmen kann. Für mich hat keiner organisiert. Der Vlog war einfach zu spontan. Aber wenn ihr das sehen wollt, das Training, dann schreibt jetzt in die Kommentare Hashtag Training. So, ich bin jetzt im Auto. Oder? Mach ich Musik? Sag doch erstmal Hallo, Digga. Was ist das denn für ein Benehmen, Bruder? Sag doch erstmal Hallo, Digga. Ich hab vorhin gestern Hallo, Leute. Wie geht's? Neuer Kanal, Digga. Bist du zum ersten Mal auf diesem Kanal, Digga. Sowieso. Man sagt doch mal Hallo, Leute. Ich halt mal nochmal, Digga. Ich hatte heute Fahrstunde, Bruder. Soll ich dir sagen? Nochmal. Guck, drück auf Kupplung. Schau dich erstmal an. Drück auf Kupplung. Schau dich erstmal an. Was ist das? Wie viel ist das, Bruder? 20 Euro. Spaß. Wie ihr schon seht, Melan ist ein richtiger Clown. 18, 15, 12. 18 Uhr 12, wir haben um 19 Uhr Training, das heißt, wir haben noch locker eine halbe Stunde zum Chillen. Wir haben jetzt geparkt, etwas weiter weg. Wir gehen noch ein bisschen, walken noch ein bisschen. Walk it like I talk it. Peinlich. So Freunde, bevor wir auf jeden Fall zum Training gehen, möchte ich euch ganz kurz was zeigen. Und zwar dieser Platz, dieser Schotterplatz, ist der Platz, wo ich Fußball spielen gelernt habe, Digga. Das sage ich euch vom Herzen ehrlich. Hier sind Stories passiert, Digga. Stories over Stories, Digga. Dieser Platz, diese Tore. Hier waren früher so Holztore, dann waren hier Holztore mit Netz. Jetzt ist hier... Jetzt haben sie sich weiterentwickelt, Digga. Aber hier auf jeden Fall an der Tür, hier war immer... Schöne Grüße an Oos und Mevlüt Abi. Damals, wir haben so Karpus mitgenommen, hier geschnitten und so, Digga. Oos hat immer mitgenommen, Digga, hier geschnitten.
Genau hier? Genau hier, Digga, Allah. Genau hier. Allah, hier, das waren noch diese, echt diese, das waren echt diese Zeiten mit Aldi Eistee, Bruder. Mit diesen ganz alten. Nein, Aldi. War das Aldi? Nein, Bruder, das war später. Weißt du, ganz. Diese ganz alten Aldi Eistee. Die heftigsten Eis. Die Älteren, ein bisschen Älteren wissen Bescheid, Digga. Die Jüngeren wissen vielleicht nicht. So, diese Ja-Eis, die war ich hier gelernt. Ja, nun, hi, Bruder. Aber das war die Zeit, wo wir da bei dir geboist haben. Das war meine Zeit, Digga. Aber du bist halt noch ein kleines Kind, Digga, ja? Spaß, wir sind gleich alt. Peinlich, Walla, peinlich. Auf jeden Fall hier. Alle, die noch wissen, damals, ich küsse eure Herzen. Dem hier? Hm? Mit dem? Meinst du nicht? Hat nicht gepasst, irgendwie. Wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen. Gangster-Hahn ab heute. Auf jeden Fall, Training war mies anstrengend. Ich bin ehrlich, ich bin richtig kaputt vom Training. Ach, Scheiße. Bruder, meine Bremse lang. Das ist so brennsamer nach Köln. So, wir sind jetzt an der Tankstelle auf jeden Fall. Wir hatten aber nur eine Maske mit, deswegen musste Metto alleine rein. Holt uns kurz fresh drinks und dann geht's weiter. Tschüss, ne? Ich hatte erstmal eine Fahrstunde, dann beim Friseur gewesen, dann beim Training gewesen, jetzt noch eine Fahrradtour. Und ich würde sagen, das reicht für den ersten Vlog auf meinem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr einige Ideen für den nächsten Vlog, was man machen kann oder was allgemein, was für Videos ihr euch wünscht. Ich würde sagen, ich verabschiede mich an der Stelle und blende am Ende einfach noch mal ein paar schöne Szenen ein, wo wir gleich chillen und ein bisschen Musik. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ey, was? Sorry, Bruder. Das Video, kommentiert das Video und abonniert meinen Kanal, um mich zu supporten. Başka birisi mi var? Canım söyle bana başkası mı var? Canım bu yalan gider ama ne kadar? Canım benim bu yalan gider ama nereye kadar? Canım benim söyle hayatında başka birisi mi var?